entsetzlich langweilig. Aber wo ist Maria? Sergej! Ich hole euch dann wieder. Ach, schon ist gut. Ich bin durch. Muss das wohl so sein? Es ist mein Schicksal. Alles ist der Wille Gottes. Das ist die Wahrheit. Nikolai Lvovich hat schon meine Hand angehalten. Warum nicht? Ich habe darüber nachgedacht und ja gesagt. Geschichten des Lebens. Gleich von Buschka entdeckt Deutschland. Da kommt André, unser Bruderherz. Jede Hoffnung verloren. Tausende Menschen haben eine Glocke hochgezogen. Was das kostet und wie viel Arbeit das ist. Vielleicht könnten die Publikum sagen, entweder in seine Richtung oder zu. Ja, ich habe auch gerade gedacht, wir sehen uns ja, wir müssten uns ja eigentlich hören, ne? Da ist ja kein Problem. Ja, nee. Ich habe bloß gedacht, ob ich das mitbekomme, was sie über mich sagen. Du kommst rein, deswegen sagst du, wann ist endlich Ruhe hier. Ja. Da kommt André, unser Bruderherz. Jede Hoffnung verloren. Wenn 1000 Menschen eine Glocke hochziehen. Was das kostet und wie viel Arbeit das ist. Und plötzlich fällt sie herunter und ist kaputt. Plötzlich, mir nichts, dir nichts. So wie unser... Ja, aber mach den als Hauptangriff. Also so plötzlich, mir nichts, dir nichts. Plötzlich fällt sie herunter und ist kaputt. Plötzlich, mir nichts, dir nichts. Und jetzt sagst du, so wie dieses Leben gescheitert ist, ein gescheitertes Leben. So wie dieser André. Ja. Wann ist endlich Ruhe in diesem Haus? So ein Krach. Das ist schon die zweite Glas, was kaputtgeschmissen wurde. Ich geh ruhig dann an Fenster 3, Marschall. Oder, das wusste ich nicht. Wird hier schon was kaputt gemacht? Ja, aber das habe ich verhindert, weil die Visite angewundert, dass sie mit Polizei dann auf die Bühne kommt und die Vorstellung stoppt. Ich kann's ja aber hier reinknallen vielleicht. Ja, knall es nicht, sondern stell sie da, ist doch gut. Okay. Oder wir müssen ja Bruchglas bestellen, aber es lohnt nicht. Also liegen die später. Nee, ich wollte bloß wissen, weil ich das vorhin irgendwie gehört habe, dass irgendwie ein Glas kaputt geht. Okay. Ja gut, dann mache ich das so. Nimm's in die Sprache. Und plötzlich fällt sie herunter und ist kaputt. Plötzlich, mir nichts, dir nichts. Wie unser André. Wann ist endlich Ruhe in diesem Haus? So ein Krach. Die Stadt wird einschlafen. Als hätte man ihr eine Nachtmütze aufgesetzt. Gestern muss etwas vor dem Theater passiert sein. Alle wissen was. Nur ich weiß nichts. Ach, nichts Besonderes. Ja, du willst, Paolo, kannst du auf den Wagen so stehen lassen und setz dich da auf die Bahn. Ja, ich frage ihn genau, ob der ist ja aber noch da, ne? Der geht dann danach wieder ab. Dann lass ich hier, dann übernimmst du mal, ja? Das ist ja gut. Der Opa, ja. Und dann sagt er, ist doch gar nicht meiner, du bist von Porto Popo. Die Stadt wird einschlafen. Als hätte man ihr eine Nachtmütze aufgesetzt. Gestern muss etwas vor dem Theater passiert sein. Alle wissen was. Nur ich weiß nichts. Ach, nichts Besonderes, nur Blödsinn. Hopp! Hey! Hey! Hopp! Ach Gott, der soll warten. Das ist Skorzow, er holt mich. Das ist der Sekundant, der ruft mich. Er sitzt wahrscheinlich schon im Boot. Jetzt sage ich was, aber was ist da dazwischen? Da steht nämlich irgendeine Regieanlage. Er sitzt schon im Boot. Ah, okay, da kann ich gleich. Weiter. Okay. Gehst du zum Fenster, wenn du kurz zum zweiten Fenster gehst, du machst dir ein Zeichen, dass du gleich kommst. Ein Mensch, der sich duelliert oder zumindest bei einem Duell dabei ist und sei es als Arzt, ist meiner Meinung nach einfach unmoralisch. Ach, das kommt dir nur so vor. Komm doch wieder zu uns, ja. Ach, das kommt dir doch nur so vor. Es gibt nichts auf der Welt. Es kommt uns nur so vor, als ob es uns gäbe. Das könnte auch wieder dem Kind sagen. Es kommt uns nur so vor, dass es uns gäbe. Aber vielleicht kann ich sagen, ich brauche nicht egal. Er sitzt schon im Boot. Ein Mensch, der sich duelliert. Ein Mensch, der sich duelliert oder zumindest bei einem Duell dabei ist und sei es als Arzt, ist meiner Meinung nach einfach unmoralisch. Das kommt dir nur so vor. Ach so, das ist ja Protokoll. Ja, aber ist auch egal. Das ist auch
Paprika. Was sagst du da noch hinten? Kommt dir nur so vor. Was sagst du da hinten noch? Geht hinaus, oder was? Er soll warten. Er soll warten. Aber er sitzt schon im Boot. Ach so. Und ich sag, dass der soll warten, sage ich aber am Anfang. Vielleicht können wir das unten, wir können es drehen. Gedreht, er sitzt schon im Boot. Ja. Er soll warten. Also wir rufen und ich sage, das ist Quatsch. Schwer, wie wir da eigentlich für die Partitur, aber wir warten. Er sitzt schon im Boot. Wer soll warten? Ein Mensch, der sich duelliert oder zumindest bei einem Duell dabei ist, und sei es als Arzt, ist meiner Meinung nach einfach unmoralisch. Ach, das kommt dir nur so vor. Ja, bald ist unser Haus leer. Die Offiziere gehen fort. Und sie gehen fort. Die Schwester heiratet und ich bleib allein im Haus. Und deine Frau? Meine Frau ist meine Frau. Sie ist... Du bist noch da, Gott ist ja toll. Was ist sie? Die ist aufrichtig und... Komm mit ganz nach vorne. Aber weißt du, machst du meine Frau, ne? Er hat meine Frau. Das ist halt meine Frau. Ja, das ist auch richtig anständig, vielleicht ist sogar gut, aber. Ich bin so alleine. Irgendwie hat sie auch was Primitives, weißt du. Ja, meine Frau. Ja. Aber das ist so ein bisschen so wenig, als wenn man schon Rentner ist und man ist schon irgendwie 75, die Frau wohnt da zwar immer noch, hat aber einen Hausfreund und ist aber alles egal geworden. Hör mir auf mit meiner Frau. Ja, genau. Und deine Frau? Meine Frau. Meine Frau ist meine Frau. Sie ist aufrichtig, anständig, vielleicht sogar gut. Aber trotzdem hat sie irgendwas Primitives an sich, wie ein kleinliches, stumpfsinniges, zottiges Tier. Ein Mensch ist das jedenfalls nicht. Das sage ich Ihnen als mein Freund. Zu dem einzigen Menschen, zu dem ich Vertrauen habe. Ich liebe Natascha, aber manchmal kommt sie mir unglaublich vulgär vor. Dann bin ich wie von Sinn und begreife nicht, warum ich sie so liebe. Oder zumindest geliebt habe. Ich fahre morgen fort, mein Junge. Vielleicht sehen wir uns nie wieder. Deshalb gebe ich dir jetzt einen Rat. Setz deine Mütze auf, nimm einen Stock und geh. Ja, meine Frau ist meine Frau. Sie ist aufrichtig, anständig, vielleicht sogar gut. Aber trotzdem hat sie was Primitives, wie ein kleinliches, stumpfsinniges, zottiges Tier. Ein Mensch ist das jedenfalls nicht. Du kannst auch sagen, Frau, Kind sieht aus wie Frau, sieht auch noch ein bisschen anders aus. Also, dass ich das über dieses Kind... Nicht alles, dann kannst du es ihm sagen, dann siehst du dieses Kind, dann spielst du einen Satz über das Kind. Ja, meine Frau ist meine Frau. Also irgendwie wissen sie alle die Wahrheit, aber sie sagen es nicht. Ja. Meine Frau ist meine Frau. Sie ist aufrichtig, anständig, ja, vielleicht sogar gut. Aber trotzdem hat sie was Primitives an sich, wie ein kleinliches, stumpfsinniges, zottiges Tier. Ein Mensch ist das jedenfalls nicht. Das sage ich Ihnen als mein Freund, als den einzigen Menschen, zu dem ich Vertrauen habe. Ich liebe Natascha. Aber manchmal kommt sie mir unglaublich vulgär vor. Dann bin ich wie von Sinn und begreife nicht, warum ich sie so liebe. Oder zumindest geliebt habe. Ich fahre morgen fort, mein Junge. Vielleicht sehen wir uns nie wieder, deshalb gebe ich dir einen Rat. Setz deine Mütze auf, nimm deinen Stock und geh. Geh, ohne dich einmal umzudrehen. Und je weiter du gehst, desto besser. Sagst du das dann, Bernd? Hm? Du sagst das, sie müsste die Papiere unterschreiben? Ja, ja, ah, das hast du, okay. Lass mich in Ruhe, lass mich, ich flehe dich an. Ah, ja. Ja, da ist er, sind wir nun. Ja. Also, ich liebe Natascha, kann ich noch mal rein? Aber ich liebe, aber weiß gar nicht warum. Ja, genau, ich liebe Natascha, aber manchmal kommt sie mir unglaublich vulgär vor, dann bin ich wie von Sinn und begreife nicht, warum ich sie so liebe. Oder zumindest geliebt habe. Gut. Sie müssen die Papiere unterschreiben. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich, ich flehe dich an. Aber die Papiere sind dazu da, dass man sie unterschreibt.
Dann kommt Kollegin. Ah, ich muss den Kinderwagen mitnehmen. Den Kinderwagen musst du mitnehmen. Ich muss hinterher. Ja, ich glaube, ich fürchte ja, weil sonst bist du die ganze Liebesszene da. Wollen wir, wie viel Uhr haben wir denn? Oh, jetzt wird's laut. Kommt! Oh, oh, oh. Hier ist Probe, also schnell. Einfach nicht filmen, einfach weiter. So, jetzt noch mal richtig den Herrn Intendanten. Ja. Mal ganz kurz vielen Dank, dass wir hier, Herr Laufenberg, dass wir hier dabei sein dürfen. Sehr gerne, sehr gerne. Auch diese tolle Gesangsfrau solltet ihr aufnehmen. Dann habt ihr Brahms Zigeunerlieder zum Drunterlegen. Oh mein Gott. Porträt unter ihm. Macht das ruhig. Können wir das mal ganz kurz... Haben wir dafür zwei Sekunden? Für was? Das war das... Die Proben, glaube ich, hier. Ach so. Can we just listen for a second? Buschka discovers Germany. It's we only pick the greatest. Mit Florence habe ich auch schon einen Podcast gemacht zusammen, einen Interview-Podcast, wo wir uns gegenseitig Fragen gestellt haben. Weiß, kann man bei Spotify nachhören. What's your name? Florence Brockway. Ja. And what's your name? Akira Nakamura. You're probably from Japan. Yes, I'm. I can't tell by the name. It's a bellissimo. Bellissimo. Bellissima e bellissimo. Was für eine Ehre, ey. Super, ja, ganz lieben Dank. Hey, danke, Fummis. Auch ein Sänger. Ja, mehr oder weniger. Aber wenn ich das so höre, da muss ich hin. Ich muss bei dir Gesangsstunden nehmen. Jetzt darf ich noch mal fragen, woher kommen Sie denn? Ah, ich komme aus Australien. Ah, ja. Oh, aus Adelaide oder? Nee, Perth. Westküste. Ah. Ja. And if you go a little bit north from Perth, you have this Stony Wave, do you? Yes, yeah. Oh. You mean the, what do we call it? I haven't been there. Yes, there's the Stony Wave and then the Pinnacles as well. Yes, in Perth, in Western Australia. Maybe one day I can visit you there. Please do. Vielen Dank. Vielen Dank, danke schön. Danke, dass wir hier sein durften. Ja, ganz herzlichen Dank. Tschüss, danke. Ciao. Oh, wie toll, das war hier alles. Das ist halt das Schöne an so einem Theater, also an so einem Mehrspartenhaus. Weil sonst, es gibt ja auch Schauspielhäuser. Und hier kannst du halt mit den Balletttänzern und Tänzerinnen zusammenarbeiten und was heißt zusammenarbeiten oder zumindest miteinander sprechen und sich austauschen. Das ist halt das Tolle, oder? Du hast halt hier so eine Opernsängerin dann einfach mal so da. Und Florence ist echt eine unglaublich tolle Gesprächspartnerin und ich habe die leider noch nicht auf der Bühne gesehen.
Aber ich habe mit der. Die ist auch auf der Bühne als eine. Die ist Opernsängerin hier. Die ist festes Ensemblemitglied in der Oper. Und ich hab mit der Wasser oder Wodka, das ist der Staatstheater Wiesbaden Podcast. Gibt es bei Spotify? Okay. Oder? Ah. Ja, nee, es gibt es nur bei Spotify. Ah. Und genau, da habe ich mit ihr. Wir uns kennengelernt zum ersten Mal. Wir kannten uns vorher nicht. Und da werden zwei Leute, die sie nicht kennen, in den Raum geworfen oder gesetzt. Und dann trinkt man entweder Wasser oder Wodka. Du kannst dir vorstellen, was die meisten nehmen, um locker zu werden. Aber ihr habt Wasser genommen, damit das Gespräch noch ein bisschen länger dauert. Das Tolle an einem Podcast ist, man sieht ja nicht, was die Leute trinken und wie viel. Da steht dann immer eine Flasche und ein... Ja, das ist ganz schön. Wollt ihr auch noch eine geile Aufzugsfahrt haben? Oh, die Begeisterung in der Gruppe ist da. auf jeden Fall. Das ist der großartige Matze Vogel. Wenn er, Guten Tag. Willst du überhaupt gesehen werden? Wenn überhaupt? Das ist Matze Vogel, mein Kollege. Ich würde später auch noch eine Rolle spielen. Matze Vogel, alles Gute. Jörg Buschka von Buschka entdeckt Deutschland. Wir begleiten heute mal den Paul Vogel. Um nicht zu sagen, ich begleite heute den Paul Vogel mit dem Stefan. Den Paul Vogel? Paul Vogel, du heißt ja gar nicht Paul Vogel. Ich hab auch gerade gesagt, Scheiße. Paul Vogel und Paul Simon. Das ist auch ganz geil. Wir begleichen heute Paul Vogel. Was erzähl ich denn für eine Scheiße? So. Ja, ne? Klingt echt gut, finde ich auch. Ja, Matze ist großartig. So, Schnitt. Matze Vogel, meine Damen und Herren. Bis dann, Matze, mach's gut. Vielen Dank, ja, dir auch. Ja, wie man hier alles so trifft. Was laber ich denn bitte für einen Quatsch? Aber Matze ist übrigens in meiner Garderobe. Wenn wir jetzt nach oben gehen, werdet ihr den wahrscheinlich wieder treffen. We want to see naked person in wardrobe. This is good for the brain. I make you. Oh, guck mal, der Aufzug ist schon bereit. So. Hinein. So, Herrengarderobe. Ist er? Das könnte doch auch wirklich ein Format, könnte doch auch Herrengarderobe heißen. Klingt ganz gut, ne? Herrengarderobe. Herren. Willi Herrengarderobe. Herrentorte. Ja, und da müsstest du das ansagen mit deiner Stimme. Herzlich willkommen zu Herrengarderobe. mit extra viel Karamell. Oh, wie toll. Ach, guck mal, da ist Matze Vogel. Meine Damen und Herren, erleben Sie Superstar Matthias Vogel. Ich muss kurz mich umziehen. Guten Tag. Du hattest das? Ich hab dir geschrieben. Geil. Aber ich hatte es jetzt nicht dabei. Matze, hast du jetzt Pro? Ah, nee, du hast Faust, ne? Ich hab noch mein Textbuch. Ach so. Ja, die machen das so Birdman-mäßig, die schneiden nicht. Es wird bis auf der Unterhose wird alles. Ach so, ja, jetzt ist natürlich das Ding. Ach so. Ich muss das jetzt abmachen. Aber das mach ich. Ne? Machst du das? Pass auf, das mache ich hinten. Warte. Es werden aber alle Sachen, die sehr intim sind, das wird rausgeschnitten. Aha. Ja, ich glaube, ich hab ja Unterwäsche. Was hab ich denn hier? Im Gegensatz zu anderen Menschen. So? Was denn jetzt nicht? Es gibt Leute, die so ohne Unterwäsche. Okay, hier rumlaufen. Nee, also wenn das nicht zu viel ist jetzt, wenn nicht die ZuschauerInnen jetzt reihenweise da. Nein. Du bestimmst im Grunde das Limit. Warte mal bitte kurz, ja. Weil ich muss es an der. Ist auch Quatsch, wenn ich das da hingebe. Guck mal hier, das ist nämlich das, was ich meinte. Dieser Body. Das ist hier unten fest. Und dann. Ja, zieht man das hier. Das wird alles nachher unkenntlich gemacht. Das ja, wird perfekt. So ein Quadrat, kann man machen. Perfekt. So ein unkenntliches Quadrat. Das gibt es alles. Warte mal, ich mach. Kann ich einmal diese Mütze aufsetzen? Natürlich. Ich setze die auf. Ich habe einen totalen Eierkopf. Ich glaube, ich müsste die. Ich habe ein riesiges Pferde. Einen riesigen Pferdekopf. Meine Damen und Herren, willkommen zur Herrengarderobe. Willkommen zu Pferdeköpfen. Jetzt hast du die. Steht die aber auch gut. Du wirkst wie so ein 16-Jähriger. Put the motherfucking hands in the air and wake me like that motherfucking dog. Who's in the house now? Yeah, chica, who's in the house now? Yeah, chica, who's in the house now? Chica, danke, chica, da. Ich sehe voll geil aus mit dem Ding in dem Haus. Ich weiß es nicht, ob das... Ah, fuck, ich muss nochmal runter gleich. Fuck darf ich sagen, ne? Ja, sind natürlich. Ja deutsches Fernsehen. Du kannst auch Fick sagen. Fick? Das ist ja nicht im Fernsehen. Kann ich auch faxen? Oh, dann, nee, dann steht da, hier, wie heißt das? Das kann man ja einmal sagen. Das guckt eh keiner in der Gänze an. Von den Leuten, die das dann bewerten, guckt das eh keiner in der Gänze an. Das finde ich sowieso schlimm, dass Leute sich einfach die Sachen nicht ganz angucken. Fick. Oder was ich auch ganz komisch finde, ist dieses Vorspulen, wenn die dann so mal zwei oder sowas sich Sachen angucken, um einfach noch schneller zu Das ist auch bei WhatsApp.
Also wenn ich Stefan zum Beispiel eine WhatsApp schicke, so eine Sprachnachricht, stimmt, dann spielt er das mal 2,5 an. Dann muss ich... Ja. Damit er das nicht alles hören muss. So, die Haare extra zurück gemacht, weil eigentlich habe ich die Haare jetzt auch vorne. Weil die werden immer länger. Das ist gut. Willst du jetzt meine Mütze behalten? Nein, das kann ich nicht annehmen. Das kann, nein, das ist deine Mütze. Das, geht, das ging wirklich zu weit. Ich habe auch kurz überlegt, das, ob ich das annehmen kann. Also ob ich das überhaupt bieten kann. Nein, das ging jetzt zu weit. Ich muss aber die Applikation hier, die Tonapplikation dran machen. Die, genau, die kannst du jetzt wieder anmachen, anbringen. Warte, ich muss hier. Ich muss kurz das ist auch einfacher. Diesmal habe ich ja nicht mehr so einen Wanst. Ich glaube, ich bin die Hälfte, mindestens die Hälfte der Zeit einfach wahnsinnig dick. Warte, jetzt wirst du die ganze Zeit über meinen Tonabnehmer nur gehört? Ja. So, das müssen wir jetzt hier. Ach, ich muss das richtig machen. Gehen Sie mit Buschi in die Tonschule. Voll geil. Mit einer extra Portion Milch. Na, das muss jetzt hier an Körper durchgeführt werden. Na, wie fühlt sich das an? Warte, nee, das nicht so festziehen, bitte. Was? Ja, ich nicht so festziehen, bitte. Ich muss hier die dran. Oh, da kommt ihr. Oh. Bist du... Warum bist du jetzt da? Mach so mein Textbuch, verdammt, ey. Ah, ich hab das. Das fuck ist dein you, Textbuch. Alter! Können wir nicht das, einmal in so ein Textbuch das, bitte reinkommen? Das haben wir doch nicht. Das war, bitte. Das war auf dem Klavier. Und ich dachte, du hast es vergessen. Oh, ja, hab ich. Ja, und ich hab dir... Ach, Scheiße, hab ich dir nicht geschrieben. Ich wollte dir nämlich vorher noch schreiben, aber dann haben wir überzogen. Und bitte dann dreh ganz kurz. Jörg ich muss bitte ja, an dem Körper machen. Ja, das ist scheiße. Ja, ich hätte es dir sagen müssen. Kacke. Geht es so? Ja. Was machst du denn da überhaupt? So. Hör mal, das ist falsch, was ich mache. Ja, ich weiß nicht. Ich mach das hier falsch. Was machst du denn? Ich mach da, das darf nicht da raushängen. Das sieht nicht gut so aus. Es muss... Oh, sieht immer gut aus. Dann so, das stimmt, das sieht dann... Dann mach ich so. Ja. Aber ich, es kommt ja eh noch der, hier der Pulli drüber. Ist noch gut vom Ton? Kann man das noch sagen? Oh, scheiße, da habe ich vorhin... Entweder ich hab die nämlich schon geschrieben gehabt, da habe ich die nicht abgeschickt. Ich habe noch geguckt und gedacht, hä, ist das meins? Ja, das können, wir das, ganz kurz bitte machen? Also das ist jetzt von welchem Stück? Fleischwester. Natürlich, weil ihr habt ja gerade gespielt. Er lacht. Eigentlich ist das alles komisch. Eigentlich ist das alles komisch. Er hat als, eigentlich. Als das Feuer ausbrach, bin ich sofort nach Hause gelaufen. Ich komme dort an und sehe, unser Haus ist unbeschädigt und außer Gefahr. Aber meine zwei Mädchen stehen im Nachthemd vor der Tür, keine Mutter weit und breit. Die Leute rennen wie verrückt hin und her. Pferde, Hunde, alles jagt vorbei. Sehr gut. Aber das ist, guck doch mal, das ist jetzt hier ein, aber wie viel, darf ich das mal so abmachen? Wie viel... Das ist schon eine Menge Holz, ne? Und das ist ja bloß eins. Matze hat bei der Küste Utopias mehr Text als manche Leute im ganzen Jahr. Also richtig solche Blöcke. Oh Mann. Das ist schon... Ich möchte hier ist übrigens das Bild, wo wir schon Matze hier haben. Hier. Das ist November, Bagdad, wo es von hat. Das ist das Bild, von dem ich erzählt habe. Das sieht so aus wie Schnuckuraya de la Playa. Das ist doch nicht Bagdad. Das ist Bagdad. Das ist so richtig. Das wie ist geil Bagdad. Ist denn das Bild? Hier im Hintergrund der Tigris. Ja. Schön. Erzähl du doch bitte auch noch mal ganz kurz, wie das war, nach Bagdad zu fliegen. Seid ihr da in so einer Transall, in so einer dicken amerikanischen, wo man da so angeschnallt wird, wo so Bruce Willis dann da so normalerweise rausspringt und so? Oder? Richtig Deluxe mit Qatar Airways. Ja. Da bin ich auch schon mal mit Qatar nach Doha. Seid ihr auch in Doha umgestiegen? Wart ihr in Doha, ja, wo man da diese Treppe runtergeht und dann da die Eiskönigin auf Arabisch und so weiter oder was da ist, so ein Clown, so ganz komische Kunst ist da an diesem Flughafen. Wir waren selber alle schon mal in Doha, das gibt's doch gar nicht. Und nur zum Umsteigen. Ja. Und wie lange fliegt man dann noch nach Bagdad? 2 Stunden? Glaube ich auch, ja. Vielleicht ist es auch so anderthalb. Oder, ja, kann sein. Und wo, ja, zwei. Wo seid ihr denn da untergebracht worden? In diesem Hotel. Achso, nee, stimmt, ich sehe es jetzt gerade schon. Ja, also, man sieht das Hotel nicht, aber ich glaube, der Ausblick, das war auch so wie hier hinten, was man hier hinten so leicht sieht. War ein großer Hotelblock. Es ist so das Hotel. Wo unten, ja, witziger, oder im Garten, da ist hier diese ganze Anlage, da sind abends, wie nennt man das denn? Bordelle? Oder halt. Ja. Das sind abends was? Freizügiger Club. Oh, Puff. Ah ja. Also so Stangendancing so. Auch, aber da laufen eben auch sehr viele leicht gekleidete Mädchen. So, Wir waren halt draußen, haben noch eine geraucht und gesagt, sollen wir mal da reingehen? Und Ishan kam dann und meinte so, ey Matze, das ist kein Café.
Also da stand halt so rotleuchtend Kaffee drauf. So, ne? Und ich sagte, was denn für ein Kaffee? Ja, eher so ein, dann ging gerade einer professionell hier vorbei, so ein Kaffee. Ja, und da war alles klar. Also wir dürfen da, also mussten da ein bisschen gucken einfach da draußen.